Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour und zu wichtigen Neuigkeiten. Ihr dürft jetzt bitte nicht überrascht sein, wenn ihr jetzt ein Video seht, das nach einem Video kommt, was jetzt in Kürze erfolgen wird oder erscheinen wird, weil es gab nämlich heute ein Update bei EA Sports PGA Tour und ich habe nämlich heute meine PlayStation eingeschaltet und da stand Update und ich war ein bisschen überrascht, weil ich habe auch nichts gelesen, worum es ging und dann habe ich ein, zwei Folgen aufgenommen. Jetzt weiß ich aber, was das Entscheidende ist an diesem Update. 60 Frames sind jetzt anscheinend da. Und zwar habe ich dann noch vorhin gesehen auf YouTube ein Video von Gamerability. Ich mache euch den Link in die Videobeschreibung, wo er auch auf diese 60 Frames zugeht. Aber ich möchte euch auf die Schnelle heute noch ganz schnell ein kleines Video machen, um das Ganze zu besprechen. Was ist also passiert? Wir schauen mal in die Settings. Und dort findet ihr unter Visual jetzt ganz unten die Visual Quality und ihr seht es hier, da steht jetzt, es gibt den Quality Mode mit 60 Frames und es gibt den Performance Mode mit 60 Frames jetzt endlich anscheinend auf der Konsole. Und ihr seht es auch, wenn ihr das auswählt, Quality Mode, da sieht man auch und das Ganze hat natürlich immer eine, oder wie heißt es so schön, die Medaille hat zwei Seiten. Also es gibt High Fidelity Experience with Better Visual Quality for Cars and Characters, soll heißen, also hier ist die Qualität auch der Texturen besser. Wenn wir das jetzt umschalten, dann seht ihr es auch im Vorschaubild, dass im Performance Mode Smoother Camera Motion and Animation at the Expense of Lower Resolution Visual Quality soll eben heißen, dass zwar die Kamerabewegungen smoother sind durch die 60 Frames, aber man gleichzeitig auch in der Auflösung, in der Resolution einfach ein bisschen heruntergeht. Also ihr seht es, wenn man das hier umschaltet, Quality Mode, Performance Mode, verändert sich ja einiges. Und was das denn in der Realität bedeutet, das werden wir uns jetzt gleich mal ansehen. Und zwar in Scottsdale. So, da sind wir also jetzt hier an dem Par 3 in Scottsdale und stehen an der 16. Und ich habe extra das Loch hier ein bisschen ausgewählt, weil wir auch hier jede Menge Grafik haben. Und im Moment haben wir hier noch die ganz normale Grafik bezüglich dem Standard 30 Frames. So, und da soll man also sehen, wenn man eben zum Beispiel den Ball anspricht und wir machen hier mal Probeschwünge. So, dann sollte es also ein kleines bisschen, ja, wie will ich sagen, ruckliger oder mit Verzögerung sein. Und jetzt stellen wir das Ganze mal um. Das kann man anscheinend eben auch während der Runde in Settings, dann Visual. Und wir gehen jetzt mal runter und stellen den Quality Mode um auf Performance Mode. So, Settings saved. So, und jetzt sieht man, also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich schön ist. Ich weiß auch nicht, ob ihr das jetzt so richtig sehen könnt. So, ich mache mal den Ball weg. Okay. Das Ganze ist jetzt ein bisschen smoother, absolut. Aber ich muss ehrlich sagen, also die Resolution gefällt mir überhaupt nicht hier. Also ich kann jetzt, also von meiner Seite aus finde ich das jetzt nicht so den Burner. Wir werden mal einen Schlag tätigen. So. Angeblich soll jetzt auch in diesem Modus, im Quality-Modus, nee, das ist jetzt der Performance-Modus. Da soll jetzt auch hier diese Bewegung des Zeigers hier auch ein wenig smoother sein. Das heißt also, der läuft so ein bisschen nach und ruckelt nicht. Das werden wir uns dann auch gleich angucken. Aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier sehen, die Zuschauer und so weiter. Also für mich wirkt das alles nicht so schön. Okay, Eisen 8. Hoch anspielen. Okay. So. This is back up the slope. Fortunately not a great deal of movement to it, but there is a little bit of right to left. So, dann werden wir hier mal putten. Und zwar auch erstmal ein Übungsputt. Okay.
Okay. Ja, das war jetzt ein bisschen smoother. So. Und das Ganze jetzt einpacken. So he'll finish that off with his car and it's going to keep him level for his round. So, da sind wir also jetzt wieder am Abschlag von der 16 und ich habe immer noch hier den Performance-Mode. So, wir gehen nochmal in die Settings. Und ich stelle das Ganze jetzt wieder um. Also wie gesagt, ich persönlich hier auf dem Bildschirm habe deutlich eine schlechtere Qualität. Es rieselt mehr, muss man einfach so sagen. Und ich stelle das jetzt wieder um auf den Quality-Mode. Und dann schauen wir uns das an und ich muss ehrlich sagen, also ich finde jetzt die Grafik deutlich besser. So, und wir werden das Ganze hier nochmal probieren, nochmal abschlagen. Yeah, Rich, this is one definitely to take a run at. Not much movement or slope to speak of at all. So, ich werde das Ganze jetzt nicht ganz so stark kommentieren, weil wir müssen uns ein bisschen auf die Grafik konzentrieren. So, das sollte jetzt eigentlich auch noch machbar sein. So, da sind wir also wieder am Abschlag. Ich habe wieder zurückgespult und wie gesagt, ich habe jetzt hier mal kurz auf die Schnelle ausprobiert. Wir müssen uns das mit Sicherheit mal noch genauer ansehen, aber mir war wichtig, dass ihr auf jeden Fall sofort Bescheid wisst, denn wie gesagt, wenn ihr die vierte Runde Wolf Creek seht, werde ich darauf hinweisen, dass ich da in dem Moment noch nicht genau weiß, was jetzt hier wirklich gemacht wurde. Aber jetzt wissen wir es. Es ist also auf jeden Fall für die Konsolen die 60 Frames jetzt nachgeschoben worden. Ich bin mir noch nicht ganz so schlüssig, ob mir das wirklich gefällt. Also das ist jetzt für mich noch die 30 Frames Geschichte. Hier habe ich ein sauberes Bild, was ich hier habe. Von der Qualität ein gutes Bild. Und wenn ich das jetzt hier eben umstelle auf den Performance Mode und man sieht es ja eben auch hier, dass deutlich die Texturen schlechter werden und auch die Auflösung deutlich geringer wird, aber wir die 60 Frames haben, aber smoother Camera Motion and Animation, okay? Und ich das jetzt hier übernehme, dann habe ich zumindest jetzt hier für mich das Problem, sub und sub, dass hier alles jetzt deutlich mehr, ja, ich will mir so wie ein Internet flimmern, ich hier auf dem Display habe. Ich kann es gar nicht genau sehen, ob man das auch in dem Video so erkennt. Nichtsdestoweniger war mir einfach wichtig, dass ihr wisst, okay, es gibt jetzt die 60 Frames und ihr solltet es einfach selber auch mal ausprobieren. Mich würde dann auch gleichzeitig interessieren in den Kommentaren, was ihr davon haltet, wie eure Erfahrungen hier sind, ob ihr tatsächlich jetzt diese 60 Frames jetzt wirklich herbeigesehnt habt und auch mit diesen Spielen wollt. Ich bin mir da noch ein bisschen arg unschlüssig, muss ich ehrlich sagen. Oder ob er dann doch bei den 30 bleibt. An der Stelle sei noch angemerkt, es geht hier im Wesentlichen natürlich um die Konsolenspieler, denn die PC-Spieler haben die 60 Frames schon gehabt. Meines Wissens war das so. Es ging nur um die Konsolenspieler, die eben hier diese Möglichkeiten noch nicht hatten. Und die können das jetzt auf jeden Fall in den Settings einstellen. Ob das nun wirklich für alle toll und super ist, also ich kann das in dem Moment nur so sagen, ich bin da noch ein bisschen unschlüssig und für mich sieht es hier jetzt nicht ganz so dolle aus und wir müssten mal nochmal schauen, wenn ich jetzt also hier den Ball anspreche und hier vorne also der Marker, der soll also auf jeden Fall ein bisschen smoother sich bewegen. So, wir stellen das Ganze nochmal um, das würde ich gerne nochmal kurz antesten wollen. So, wir gehen auf den Quality Mode. So, jetzt flimmert es auch nicht mehr.
Ja, okay, das ist wirklich so, dass er ein bisschen smoother sich bewegt, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt wirklich besser ist oder nicht. Also, wie gesagt, probiert es einfach selber aus. Ihr wisst jetzt, wie ihr es umstellen könnt. Und dann bin ich auf eure Meinung und eure Kommentare gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Interesse und entschuldigt bitte, dass ich jetzt so auf die Schnelle einfach mal ein Video hier rausgeschossen habe, weil ich selber das ja auch erst jetzt erfahren habe. Denn auf der Webseite von EA war, jedenfalls habe ich da um 18 Uhr, als ich das Update eingespielt habe, noch nichts gesehen und noch nichts gelesen. Und deswegen habe ich jetzt hier auf die Schnelle nochmal das Ganze gemacht. Ich denke, man müsste noch ein Video machen, wo man die beiden Bilder so im Splitscreen nebeneinander sieht. Da denke ich, kann man noch etwas bewerkstelligen. Aber ansonsten, wie gesagt, probiert's aus und schreibt's mir in die Kommentare. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch weiterhin ein schönes Spiel und bleibe für euch noch ein bisschen hier am Ball. Vielen Dank fürs Zusehen und es ist einfach eine Freude, in Scottsdale an der 16 im Stadium Course absteigen zu dürfen. Ich sage Tschüss, Ciao, Cheerio, bis die Tage. Let's bring in Nota Begay the third for a look at Birdie. And a very makeable look here, not too much on.